Hey Leute, willkommen zu Pokémon Karmesin. Wenn ihr ins Poképortal geht und dann ganz nach unten geht zu Geheimgeschenk, könnt ihr, wenn ihr das Spiel bis Ende Februar irgendwann gekauft habt, könnt ihr hier per Internet empfangen drücken, mit dem Internet verbinden und euch ein Pokémon euch geben lassen. Komplett geschenkt, kostenlos. Das kann man dann machen, wenn man diese Option im Menü bekommt. Relativ am Anfang irgendwann. Man kriegt nämlich einen Pikachu vom Terra-Typ Flug. Das ist vielleicht noch ein bisschen Spoiler für was Terras machen, aber ich wollte es euch trotzdem schon mal zeigen. Yeah. Da drin halten wir Tiere auf in so einem Geschenk. Yeah. Genau, ihr kriegt einfach einen Pikachu. Und das war's. Jetzt habt ihr einen Pikachu. Ist es wütend, dann lädt sich augenblicklich die Elektrizität. Oh no. Oh no. Genau, du erhältst einen Pikachu. So. Internet wird getrennt. Musste eigentlich nicht sein. Aber egal. Und was ich auch noch nicht gezeigt habe, was ich jetzt gerne zeigen möchte, sind die Pokémon-Boxen. So sehen die aus. Sehr schlicht gehalten. Ich finde es nicht hässlich oder so. Ich finde es in Ordnung, aber zum einen laden die Sprites wirklich sehr lange, wie ihr seht. Muss wirklich ein paar Sekunden drauf stehen bleiben. Und, oh, man kann die nur ändern? Ich dachte, man kann sie, ach so, man kann sie nur komplett ändern für generell. Für alle Boxen und nicht für eine einzige Box. Alle Boxen haben das gleiche, also den gleichen Hintergrund. Naja, weiß nicht, wie ich das finden soll. Wir tun mal Pikachu in unser Team. Warum auch nicht? Vielleicht zeige ich euch das dann demnächst. So, aber wir sind in der letzten Folge hier stehen geblieben in dieser City, wo ich den Namen wieder vergessen habe. Da oben ist die Akademie. Das ist unser Ziel, aber ich möchte mich erst noch ein bisschen umschauen. Genau. Wir sind noch viele Orte, wo wir hin können, wie zum Beispiel hier. In der Bariba. Eieieiei. Nehmen wir mal das Escalivada. Das sieht aus wie so ein paar Hotdogs oder so. Dann nehme ich das mal. Mal gucken, wie das so schmeckt. Zumindest für unsere Pokémon. Oh, der Blick. Und natürlich, Coraidon ist mit. Hat er sich auch verdient. Und dann werden wir rausgeworfen. So, wo wollen wir denn heute unsere Sandwich essen gehen? Immer diese Qual der Wahl. Sogar Lokale der gleichen Kette haben oft ein leicht unterschiedliches Sortiment. Okay. Wusste ich nicht. Ja, das ist exakt das gleiche. Sieht immer so komisch aus, wenn rausgeworfen wird. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich es auch nicht. Ich werde mir nicht 100% alles anschauen. Ich werde mich nur ein bisschen anschauen. Die Pokémon, die du in Städten siehst, sind so gut wie alle jemandes. Was? Wie alle jemandes Partner? Was? Okay, interesting. Versuch also bitte nicht, die zu fangen. Ja, Glück, Glück. Schöner Brunnen mit ein paar Wadribis. Hier haben wir noch ein paar Stände. Na, bist du heiß auf Eis? Achso, hier kann man wieder Eis kaufen. Das kennen wir schon. Aus der anderen Stadt. Und hier ist das exakt gleiche. Okay. Was haben wir denn hier? Ich kann alles empfehlen. Okay. Na gut. Ja, ich habe mich noch nicht überall umgeschaut, deshalb mache ich das mal. Restaurant Fangfrisch. Ha. Carpador. Ich will ein Carpador essen. Na gut, Carpador sollte man nicht essen. Das besteht nämlich nur aus Gräten. Aber das hier ist nun Carpador Teller. Heiß. Aber der andere hat es geschmeckt. Immerhin. Pinko ist mit Meeresfrüchten. Ja, ich denke mal, die sind alle hier die gleichen. Wo waren wir noch nicht? Wir waren links noch gar nicht. Jawohl, hier ist noch was. So saftig. Wir bei Spießer drehen den Spieß um. Gebratene Spieße.
Okay, muss jetzt nicht alles kaufen. Schön großes Kanto. Wie wäre es mit einem unserer berühmten Krebs? Oh, auf Krebs hätte ich jetzt Bock. Nehmen wir mal das hier. Mit Bananen und Schokolade. Oh, einer deiner Favoriten. Aha. Ich weiß nicht, was das bringt. Ich kaufe einfach mal. Wenn es lecker aussieht, kaufe ich es. Yay. I guess. Du-du-dim. Ding, ding. Vielen Dank für den Besuch. Genau, hier sind noch ein paar Läden, wo wir rein können. Oder auch nicht. Ich hab's ja nicht so mit Online-Shopping. Vielleicht lebe ich lieber das Produkt im Laden eigentlich in die Lupe. Hä? Ist das nicht der Laden? Nochmal Kaffee. Ist hier kein Klamottenladen? Es wurde von einem. Gut, es wurde von einem Friseur gesprochen, nicht von einem Klamottenladen. Trotzdem habe ich irgendwie gedacht, dass es sowas gibt. Picknickzubehör? What? Okay, ich glaube, das ist für später. Das ignorieren wir erstmal. Das. Ja, genau. Das ist noch nicht wichtig für uns. Mein Plan ist ganz einfach. Wenn ich Pokémon-Materialien gegen LP eintausche, sollte ich mir das nicht, leisten können. In diesem Geschäft kann man Rucksäcke mit verschiedenen Farben kaufen. Mit die Qual der Wahl. Okay, schauen wir uns das nochmal an. Rücken! Rücken! Okay, Leinenrucksack. Ich mag diese runden Rucksäcke nicht, die sind komisch aus. Ah, mehr gibt's aber nicht. Okay. Achso, bin schon mit einem schon fertig. Ja, ich bin schon fertig. Schmeiß mir einfach raus. Genau. Ist in Ordnung. Ich will mir im Schönheitssalon eine neue Frisur verpassen, also bleib doch nicht begegnet hier. So manch ein Friseur, so manch eine Frisur könnte man dem Namen eine Bummeltage sein, wenn ich da so an Undercut und Pixie-Schnitt denke. Okay, hier ist der Friseur. Ist zwar kein Klamottenladen, aber ist trotzdem interessant. Herr Reitschmerz, was können wir heute tun? Boah, so viel Geld habe ich gar nicht. In Ordnung, dann bereite ich alles vor. Hä? Aber ich habe doch gar nicht genug Geld. Na egal. Das ist cute. Ich muss mal gucken. Lang und gerade. Okay, das sind aber immer noch die gleichen. Oder sind die neue? Ja, hier unten. Die unteren hier. Die sind, glaube ich, alle neu. Ich schaue mir die kurz an. Nee, wohl. Ich weiß gar nicht, ob die neu sind. Undercut, Pixie-Schnitt, neuen Pokémon-Attacken. Aber ich muss sagen, ich finde die Haare generell ganz cool. Seitliche Zoffel. Oh, das ist cute. Das ist echt cute. Aber ich finde es sehr gut, dass man. Das fällt mir gerade erst auf. Ich finde das sehr gut, dass man nicht sofort bezahlt und dann erst aussuchen kann. Weil ich will doch lieber nicht und dann habe ich nichts bezahlt. Und ja. Okay. Funktionieren die? Nee, die sehen ja komisch aus hier. Die funktionieren, glaube ich, nicht. Okay. Ja. Kamera ist immer noch sehr verpackt. Please fix. Please fix. Game Freak. Danke. Let's go. Let's go. Dauert aber echt lange zum Laden, ne? Wieder Wind weht. Mhm. Okay, komisch. Wir hatten noch keinen Laden gefunden, wo man Klamotten ändern kann. Aber ich glaube tatsächlich, wenn ich ins Menü gehe, ich glaube tatsächlich, dass man. Ja. Man kann das Outfit nicht ändern. Man kann alles ändern hier, aber das Outfit nicht. Finde ich ein bisschen schade. Aber wir sind noch nicht fertig mit Umschauen. Wir können hier nach unten gehen. Und dann noch nach rechts. Wir haben ja letztes Mal, also hier rechts waren wir schon mal. Wollen aber noch in eine andere Richtung gehen. Hä? Schon mal nach rechts. Wieder rumzittert. Und jetzt ist wieder am Lenken. Sargos Hauswirtschaftskurs ist echt nützlich. Niemand könnte Gesichtsunterricht amüsanter machen als unsere Signora Monira oder wie sowas. Okay. Ich möchte Pokémon trainieren. Ich muss den Pokédex füllen. Dann macht ihr mal. Ich gehe shoppen. Mach du mal. Na, was? Ja, willkommen. In der größten Stadt bei dir ist. Hi. Hi. Was gibt's denn hier? Wieder ein paar Stände? Ah, nee, ich wollte nicht. Das ist wieder nur Eis. Das ist wieder nur Eis. Wieder nur Kaffee. Ich finde so echt oft das Gleiche. Aha.
Oh, Sandwiches. Hier waren wir noch nicht. Nein, Sandwichladen waren wir noch nicht, oder? Ich kann mich nicht erinnern. Ach, schau mal, man kann sogar reingehen in das Gebäude. Cool. So, der Belag kommt hier drauf und dann nur noch mit den Würzmitteln aufschmecken. Oh, entschuldige, ich war gerade ziemlich im Gedanken versunken. Du musst wissen, ich befasse mich eigentlich mit, eingehend mit Sandwich-Rezepten. Es ist nämlich mein Traum eines Tages, selbst ein Rezept zu kreieren, das den Zusatz Meister verdient. Wenn du möchtest, bringe ich dir auch gerne ein paar Rezepte bei. Wenn mir neue Rezepte einfallen, bringe ich sie dir natürlich auch bei. Okay, ein Schluppuck. Ein Phlegma. So riesig. Mobai und Lilip. Glaube ich, hieß das Ding. Okay. Ja, Pikachu. Willkommen bei Butter und Brot, wo wir Sandwiches lieben. Ah, ich habe gerade Pika-Sandwich gelesen. Hm, ja, okay. Ich habe kein Geld mehr. Das ist das Problem. Ich habe jetzt zu viel gekauft. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt... Es war wahrscheinlich richtig dumm, oder? Die Sachen zu kaufen. Ich wollte einfach nur... Ach, keine Ahnung. Es war dumm. Ich gebe es zu, es war dumm. Na? Ja. Genau. Was ist das denn hier für ein Laden? Hm? Restaurant. Fang für... Ach, da waren wir schon. Da waren wir schon. Da haben wir was gekauft. Das hier ist, glaube ich, neu. Ich versuche ein bisschen schnell durchzugehen durch das Ganze. Oh mein Gott! Und da unten Pommi. Hier Pikachu, die Pommi. Ich will Zitrone essen. Das würde ich gerne im Real Life essen. Also ohne Witz. Das würde ich gerne im Real Life essen. Deine aktuellen Esskräfte werden dann übrigens durch neue ersetzt. Wie möchtest du zahlen? Ja, dann lassen wir es einfach. Ich habe sowieso nicht so viel Geld. Keine Ahnung, was meine Kräfte machen. Ich, irgendwer muss mir das erklären. Ich check's das noch nicht wirklich. Okay, hier ist wieder ein Pokémon-Stop. Und hier ist die Treppe nach oben. Ich guck mal, ob ich mit irgendwem hier noch reden kann. Hier ist ein Mülleimer. Mit dem kann ich nicht reden. Okay. Hier sind noch Kaffee. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, und dann werden wir wieder da oben. Ja, da gehen wir gleich lang. Ja gut, dann kann ich ja allgemein ja gleich mich hier umschauen. Jetzt muss ich das ja noch nicht. Was machen die denn hier? In der Stadt gibt es mehrere Boto-Beutel. Davon kann ich nicht verfehlen. Ich freue mich besser auf Projektarbeit vor. Wie komme ich noch gleich zum Boto-Beutel? Ja. Das kann ich ja auch nicht sagen. Hä? Texturen? Okay. Interesting, interesting. Oh, schon wieder? Oh, okay, die Tasche backt sehr rum. Generell. Habe ich jetzt schon ein bisschen performance-mäßig auch alles gemerkt, dass das Game noch nicht ganz perfekt läuft, wie man sehen kann. Hi Kumpel, das Westtor. Wenn das Westtor passiert und immer weiter läuft, kommst du nach Moldrit. Dort wird zu dieser Jahreszeit ein Erntefest abgehalten. Ah, okay, aber da kommen wir später zu. Sonst ist hier nichts mehr? Gar nichts? Und die macht ein Foto. Hallöchen Kumpel. Die besten Tapas gibt's bei Harpas. Hausgemacht und immer frisch. Was darf sein? Ei, Kartoffelsalat. Chorizo. Okay. Wofür wir die Sachen wohl brauchen? Wofür? Hier ist ein Boto-Gild drauf. Haben wir hier schon drin? Achso, Boto-Beutel ist das. Ah, oh. Bei Boto-Beutel kann man... Ah, ich dachte, die reden die ganze Zeit über über einen Rucksack, aber mit Beutel meint ihr was anderes. Ja, hier die Items für den Kampf sind durch wichtig. Handyhüllen? Oh. Man kann das... Oh. Okay. Lass ich es erstmal, ich habe nicht so viel Geld. Ich komme mich hier später nochmal um. Jetzt im Moment brauche ich das hier nicht. Aber gut zu wissen, die Boto-Beutelläden sind sehr nützlich, sehr wichtig. Ich gehe ganz grob nochmal über alles drüber. Ich weiß, das Spiel lag ein bisschen, aber das liegt am Spiel, das liegt nicht an der Aufnahme. Das wird nur essen. Ich glaube, mehr gibt es hier nicht. Habe ich recht? So eine Seitengasse mit ein paar Leuten, die hier reden. Okay, interesting. Du. Ja gut, mehr gibt's hier wirklich nicht. Dann, ich dachte, es gäbe ein
Ja gut, es gab verschiedene Klamottenläden. Egal. Okay. Dann können wir doch noch heute zur Akademie. Oder was ist hier los? Hier ist wieder so viel Eis gefälligst. Nee. Gott, es ist wirklich riesig, die Stadt. Also ich meine, ja, es ist die größte Stadt im Spiel, wurde ja schon gesagt, aber... Boah, das ist halt die erste City ist, die wir sehen. Weiß nicht. Was? Heute die freie Wahl. Stundenplan zusammenstellen, nicht wahr? Schule ist auch nicht mehr, was die früher mal war. Boah, ey, wie cool wäre das denn, wenn man seinen eigenen Stundenplan setzen könnte. Boah, einfach cool. Hier ist eine Höhle. Okay, warte, da sollen wir wahrscheinlich noch nicht lang. Wahrscheinlich sollen wir da noch nicht lang, gehe ich mal von aus. Die Pokestops werden angezeigt. Das ist Bobo Center, aber für mich sind die halt aus wie Pokestops. Ist das gleiche so? Was haben wir denn hier? Einfach nur so Deko. Okay. Einfach nur so Deko. Spielst aber auch ein bisschen leise. Habe ich manchmal so das Gefühl. Okay, ich weiß nicht, ob es hier noch irgendwelche wichtigen NPCs gibt, mit denen man noch reden kann. Ich finde jetzt gerade keine. Wenn ich was finde, zeige ich das früh genug. Hä? Dann ist ein Item. Hä? Das ist aber nicht sicher. Das ist nicht so sicher. Ich kann ja einfach auf den Dächern stehen. Kann ich runterfallen? Nee, darf ich nicht. Okay, man kann ja einfach drauf. Warum man das kann, weiß ich nicht. Aber man kann, wenn man möchte. Wenn man will, kann man das. Wollten die reden? Nee. Okay. Ja, ich lese jetzt nicht alles vor. Das meiste könnt ihr einfach so mit nebenbei sehen. Oh. Treppe zur Akademie. Treppe des Grauens. Mir tun die Schüler leid, die sie ständig hochgehen müssen. So schlimm? Ich habe keine Mayonnaise mehr. Oh je, oh nein. Keine Mayonnaise mehr. Mit dem Handy. Aber hier waren wir doch gar nicht irgendwie. Ich kann mich ja hier an diesen Ort nicht erinnern. Boah, das ist echt so riesig, die Stadt. Womöglich die größte Stadt in ganz Pokémon, oder? Also ich wüsste jetzt nichts, was größer wäre. Eieiei, ist aber echt einiges los hier. Na komm, ich möchte jetzt zur Akademie. Wo bin ich hier eigentlich gerade? Hä, wo bin ich? Ah, hier bin ich, okay. Ja gut, ich habe mir jetzt nicht alles angeschaut, aber wie gesagt, falls hier noch irgendwelche wichtigen Trainer sind, irgendwelche wichtigen NPCs, dann zeige ich euch das noch. Genau. Ha? Erinnerung an längst verlassenes Leben. Nanu, ich spüre, wie abenteuerlich deine vergangenen Leben gewesen sein müssen. Was? Ich kann Erinnerung an deinen vergangenen Leben sehen, indem ich dein Smart Rotom untersuche. Ja, ich sehe sie. Deine Vergangenheit, diese Umgebung. Wo lebtest du früher? What? Gala? Sinnohisui? Ah! Hä? Da rechts? Einfach... Habt ihr das gesehen? Da rechts war einfach ein schwebender... Kaffee, so. So ein schwebender Kaffeebecher. Genau. Hier kriegt man anscheinend ein Item, je nachdem, ob man bei Schwert und Schild Speicherdaten hat. BDSP. Oder Legends. Ich mach mal alle. Ups, das war hier nicht. Suspekt. Genau, du bist suspekt. Ja, bla bla. Das Schleierfeld. Ich sehe in Gala heraus, warum mit deiner Max-Pokémon meistern. Wo dann? Ich werde deine Handyhülle für dein Smart-Rotom entwerfen, die von der Erinnerung inspiriert wurde. Und fertig. Deine Handyhülle ist fertig. Hier, bitte sehr. Balduin-Handyhülle. Okay. Das Schleierfeld, das Bild wird leuchtet, ja. Sehe ich den Untergrund vom Sinnoh-Grab und das Publikum bei Superwettbewerbsshows begeistern. Aha. Nun fertig. Pocket-Handyhülle. Oh, das sieht sich cool an. Und das letzte. Hisui. Seltsames Handy in der Hand, ein großes Abenteuer in Hisui bestreiten. Moment, von dieser Hisui-Region habe ich noch nie gehört. Wo ist das denn? Okay, da rechts wieder so ein schwebender. Sorry. Ja. Arceus Phone Handyhülle. Das Arceus Phone. Aber gut, ist nachgemacht.
Aber lass mich mal anschauen. Wusstest du gar nicht, dass man die Handyhöhlen? Von den anderen Spinnen hier. Okay. Oh, die sind alle cool. Und das ist so okay. Das sieht richtig cool aus mit diesem Art-Size-Phone. Aber der Pocket. Warte, was ist mit Let's Go? Es gibt doch bestimmt noch für Let's Go noch was, oder? Das muss ich mal gleich nachgucken. Aber die Pocket-Handyhülle finde ich am coolsten. Hast du nichts noch? Lass mal sehen. Hä, was? Dann müsstest du ausprobieren. Ja. Wenn du noch mehr über deine. Du weißt, wo du mich findest. Hä? Okay. Ich meine, es gibt noch was von Let's Go. Mir ist was aufgefallen. Mein Let's Go-Speicherstand ist auf einem anderen Account, deshalb bekomme ich das hier nicht. Aber ich blende mal ein Bild ein, wie das denn aussehen würde. Ja, sieht auch richtig cool aus von Pikachu und Evoli. Also ist eine schwere Wahl, welches ich nehme. Aber bisher finde ich wirklich das mit dem Pocket irgendwie am coolsten. Ich weiß nicht, hat einfach für mich persönlich einfach meistens Style. I don't know. So, ich weiß, ich habe mich jetzt sehr viel umgeguckt. Ich glaube, es gibt nichts mehr Wichtiges. Und genau deswegen gehen wir jetzt hier nach oben. Zur Akademie. Die Treppen des weiß nicht, die Leidenstreppen. Treppe des Leidens. Treppe des Schicksals. Oh, hä? Okay. Hier geht die Sache ab. Ach komm schon, wenn du ein Mitglied von Team Star wirst, kannst du so hell strahlen wie die Sterne am Himmel. Ich verstehe dich einfach nicht. Willst du denn nicht mit fantastischen Freunden wie uns deine strahlende Jugendzeit genießen? Nicht wirklich. Jetzt hör doch mal her, wir haben ein Anwerbespensum zu erfüllen. Also mach keine Faxen mit Red Teams dabei. Ich verzichte. Ich warte einfach mal, noch passiert ja nichts. Warten. Ach so. Nee, ich will schon die Story weitermachen. Ist aber nicht die gleiche Cutscene, oder? Nee. Zur Hilfe ein. Hi. Hä? Willst du was von Team Star? Was hat er gesagt? Hä, willst du was, ne? Wenn du bei uns mitmachen willst, dann komm später wieder. Und das gerade, siehst du noch? Wir sind von Team Star, ja, wo jeder nach dem Stern greifen kann. Du hast bestimmt schon von uns gehört. Nein. Oh, was ist denn mit dir verkehrt? Also bin ich Team Star schon beigetreten und musst mich trotzdem behandeln lassen wie der letzte Dreck. Das kann nicht angehen, dass wir uns nicht ernst nehmen, Mann. Wenn wir uns einfach auf uns sitzen lassen, dass Team Stars ruft gleich im Heimer. Wir bleiben uns keine andere Wahl, wir müssen kämpfen. Vielleicht hast du, behältst du das Brillengesicht da drüben im Auge. Ich kümmere mich so lange um die Neue hier. Die wird gleich Sterne sehen. Okay. Fight versus Team Star Mitglied. Oder Rübe von Team Star. Ein Sproxy. Sehr toxisch und super. Okay. Lehmschuss. Oh nein, er darf anfangen. Stück ein. Lebensschuss. Die Hälfte. Wupa wird immer stärker. Felino. Ach, Silberblick. Nein. Es guckt so nach unten, so traurig. Aber hier ist die Kamera fixiert. Ich kann sie nicht drehen. Aber okay. Finde ich in Ordnung. Level up. Wie sie einfach nur so lächeln und so eine Pose macht. Jetzt bin ich diejenige, die Sterne sieht. Mhm. Was ist denn das denn? Ein bisschen zu stark, ey. Was? Du hast meine Kollegin platt gemacht. Das muss ich mir da. Das muss wohl ich dir. Achso, da muss wohl ich dir zeigen, wo der Hammer hängt. Ich bin schon längst bei Team Star, also mach mal was gefasst, ja? Hey, jeder, was soll das werden? Ah, sie ist die Schülersprecherin. Du hast uns ja immer noch gefehlt, ey. Hör mal, das geht doch nicht, Maike. Fängst du einfach an, mit Wilfried neu zu kämpfen? Dafür bin ich doch da. Das ist ein Missverständnis. Was? Oh, sorry. Dann muss ich was wahrscheinlich falsch verstanden haben. Stimmt, jetzt wo ich genau hinsehe, das sind doch welche von Team Star. Versucht ihr schon wieder Leute dazu zu zwingen, auch im Team beizutreten? Möglicherweise war das nicht. Nicht der Fall. Aha, so ist das. Als Versprecherin wäre es ja eigentlich meine Aufgabe, diesen Aufruhr gleich zu unterbinden.
Aber wenn du eh schon dabei bist, überlasse ich die Lösung des Problems dir, Michael. Und zwar mit diesem super mega ultra geheimen Item. Du erhältst einen Terra-Kristall-Orb. Aha. Diesem Item von Kristallisierungskraft inne ist er vollständig aufgeladen, kann der Pokémon Terra kristallisieren. Interesting. Mit diesem Terra-Kristall-Orb können deine Bummeln an dem Kampf Terra kristallisieren. Mal sehen, dein Frieden nimmt bei der Kristallisierung höchstwahrscheinlich den Typ Gift an. Eigentlich musst du einen speziellen Kurs belegen, um dieses Item überhaupt zu bekommen. Aber ich war so frei, meine Beziehung für dich spielen lassen. Hehe, gern geschehen. Also Zeit für den Praxistest. Im Kampf findet man am besten heraus, wie es funktioniert. Heißt du, ich bin jetzt das Versuchsobjekt für die Kristallisierung oder was? Wenn das nicht passt, kämpfst du gegen mich. Oh nee, bei der neuen habe ich keine Chance. Also dann, alles auf Position. Der Kampf beginnt jetzt. Cool. Lädt lange. Alles klar, Kampf gegen den anderen Rüpel. Mangunio. Okay. In Paldea kommt es vor, dass Pokémon kristallisieren. Dieses Phänomen wird Terra-Kristallisierung genannt. Wähle im Kampf aus. Okay. Nehmen einen Terra-Typen an. Attacken, die demselben Typ wie der Terra-Typ angehören, werden noch viel stärker. Wenn du das ausgelöst hast, kannst du sie erneut erst dann erneut einsetzen, wenn du dein Team bei einem Pokémon-Center geheilt hast. Aha. Also ich kann es nur einmal einsetzen pro Pokémon-Center-Besuch. Okay. Ich pack mal Pikachu rein, weil bei den meisten Pokémon wird einfach nur der erste Typ verstärkt. Bei diesem Pikachu allerdings ist es ein bisschen anders, denn es bekommt bei seiner Terraform, nur dieses Pikachu übrigens, bekommt bei seiner Terraform einen neuen Typen. Zumindest sagt es nicht mehr Pika. Finde ich gut. Macht jetzt nicht mehr. Okay, und das probiert es aus. Und er. Und ihr seht, dieses Pikachu hat die Attacke Fliegen und wird zu Typ Flug. Ein fliegendes Pikachu. Und das zeige ich euch. Bling. Klatsch. Da hat es schon Ballons auf sich. Genau, jeder Typ hat seinen eigenen Hut. Also wir kriegen einfach nur Hüte und werden dadurch stärker, basically. Und bei Flug sind es einfach diese Ballons, glaube ich. Ich glaube, das ist nicht nur bei Pikachu so. Oh Gott, oh Gott. Oh oh. Ja, da ist nichts. Schöner Boden. Wie sie alle anfeuert. Und fliegen! Klatsch! Ja, aber nicht so viel Damage. Ich hoffe, ich kann rauswitchen, während ich das anhabe. Weil Pikachu ist Level 5, ne? Takokro will ich halt reintun. Okay, ich kann rauswechseln dann. Okay. Gut zu wissen. Ja, ich finde dieses Terra Crystallizing in Ordnung. Ich finde das nichts Besonderes. Ne? Finde ich meiner Meinung nach nichts Besonderes, aber. Ist ganz nett. Die Hüte sind ganz nett. Bin mal gespannt, wie das Competitive aussieht, auch wenn ich kein Competitive Dude bin. Okay. Und ihr seid down. Spitze mäßig. Da-da-da-da! Die Sterne leuchten so hell. Da war Spitze und die Terra-Kristallisierung hast du auch super eingesetzt. Wenn ein Pokémon seinen Terra-Typ annimmt, werden Attacken desselben Typs noch stärker. Und manche Pokémon nehmen bei der Terra-Kristallisierung einen völlig anderen Typen als sonst dann. Das erinnert dir ganz neue Möglichkeiten und Strategien. Aber denk daran, dass du deinen Terra-Kristall-Orb nach jedem Einsatz wieder aufladen musst. Das geht super einfach bei jedem Pokémon-Center. Ich geh da mal. Hasta la vista, Baby. Tito, hasta la vista. Hasta la vista? Okay, Team Star ist echt eine schräge Bande. Diese Gruppe besteht hauptsächlich aus frechen Schülern, die gerne Unruhe stiften. Sie fehlen ständig im Unterricht und rasen wie die Bekloppten rücksichtslos durch die Gegend. Auch den Lehrer machen sie wohl große Sorgen. Entschuldigung. Vielen Dank. Ja, und tschüss. Kein Problem. Obwohl du selbst noch neu bist, also anderen gleich zur Hilfe. Du bist echt eine coole Socke. Dieses Mädchen habe ich hier noch nie gesehen. Vielleicht ist sie auch ein Neuzugang?
Oh, aber hast du ihren Avery-Rucksack bemerkt? Der sah eher extrem kuschelig aus. Also dann, jetzt wo die Situation klärt ist, sollten wir uns langsam zur Akademie aufmachen. Viel Erfolg beim Erklimmen von Paldeas Treppe des Grauens. Des Grauens. Ist aber schon eine lange Treppe. Blum. Ja. Gut. Ne? Orangenakademie. Und guckt euch das an. Also, die müssen ja auf jeden Fall noch mit den NPCs arbeiten. Das sieht komisch aus. Sehr komisch. Das sieht einfach nicht richtig aus. Ich hoffe, es wird noch gefixt. Der Akademie ist bekannt für ihre Treppe des Grauens. So viele Stufen sind ganz schön anstrengend, oder? Ja, schon. Aber runter ist bestimmt einfach. Eieiei, seht ihr das, wie riesig diese Akademie ist? Da haben wir einiges vor uns, wie es scheint. Du, du, du. Und in der nächsten Folge werden wir da eintreten. Jetzt leider noch nicht. Ich habe leider die meiste Zeit dieser Folge damit verwendet, mich hier umzuschauen in diesem Gebiet. Weißt du, mein Pokémon hat... Ach ja, okay, interessant. Hier in der Akademie gibt es so viele verschiedene Menschen und Pokémon und du gehörst dazu. Okay. Ich will nach Hause. Ich will auch gerne nach Hause. Pokémon sind toll. Ja, schon. Man munkelt, dass Team Star jede Nacht den merkwürdigen Wagen durch die Gegend flitzen soll. Die Mitglieder von Team Star sind schon ein wenig unheimlich. Endlich Unterrichtsschluss. Wie er hier so walkt. Nice. Ja, Leute. Endlich auch Folgenschluss. In der nächsten Folge schauen wir uns dieses riesige Gebäude hier genauer an. Und waren dann endlich ein wahres Mitglied der Orangen Akademie. Bis zum nächsten Mal, Freunde.